Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2024. Letzte Folge war ereignisreich, aber am Ende dann auch eigentlich ganz gut, weil wir haben 2-0 gegen Sporting gewonnen. Wir haben heute das Rückspiel gegen Sporting. Das wird ganz schön schwierig. Tor haben wir jetzt als erstes in der Liga. Das wird unser erstes Spiel werden in der neuen Spielzeit. Aber Hauptaugenmerk natürlich darauf, dass man gegen Sporting weiterkommt, um dann höchstwahrscheinlich gegen Club Brügge zu spielen. Aber das ist dann eher noch Zukunftsmusik. Die Liga ist bereits gestartet und da gab es gleich mal einen Paukenschlag zum Beginn, denn Lille hat 3:1 gegen Paris gewonnen. Ja, gegen Paris, die letztes Jahr wettbewerbsübergreifend, ich glaube, 3 oder 4 Niederlagen nur hatten und in der Liga ja komplett ungeschlagen geblieben sind. Hui. Also, Hut ab vor Lille, die aber nicht Tabellenführer sind, sondern Monaco. Die haben nämlich 4:0 gewonnen gegen Montpellier. Lyon hat in der 94. gewonnen gegen Dijon. Und gerade eben hat Marseille 2:0 gegen Nantes gewonnen. Und für uns heißt es jetzt gegen Troyes gut spielen, aber Hauptsache gewinnen. Letztes Jahr ist Troyes auf einem sehr guten Platz 9 gelandet. Übrigens nochmal kurz, bevor wir jetzt loslegen, die Saisonvorschau. Da sind wir nur auf 10. Troyes ist auf 15. Also wir sollten da ein bisschen aufpassen, aber wir waren ja letztes Jahr schon deutlich besser und am Überperformen, als wir es hätten von der Saisonvorschau sein sollen. Troyes hat sich für 2,9 Millionen verstärkt, hat sich generell einige Spieler geholt. Da war Rodri Almeida der teuerste von Famalicão, ein Zehner. Abgegeben hat man Spieler im Wert von 4 Millionen, beziehungsweise eigentlich nur Christian Akpan an Westerlo. Na ja gut, bin gespannt. 4-2-3-1, wohl mit der Lingard, ich glaube, der ist groß, ne? Oder war Kopfballstärken? Wieso? 13 Sprunghöhe, 14 Kopfballtätig. Ja, wir sollten aufpassen. Ich glaube, wer hat nicht Kopfballtore gegen mich gemacht letztes Jahr? Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich habe schon aufgestellt. Werden hier natürlich rotieren, weil Sporting ist etwas wichtiger. Dann kommt erstmal Chele links vorne rein. Campana kommt rein für Wasberg. Paul Prim kommt rein für Ivkovic. Ilic raus, Ezequiel rein und Leonardo Hernandez wird sein Debüt feiern für uns. Auf der linken Innenverteidigerposition kommt er rein für Logan Costa. Und Sonne ist auch noch drin für Le Breton. Auf geht's. Erstes Ligaspiel für uns. Auch wenn wir gerade viel, viel zu tun haben in der Champions League. Ich hoffe nicht, dass die Jungs sich davon ablenken lassen und hier nichts machen wollen. Das wäre sehr bitter. Und João Costa ist übrigens auch drin für Ngao Lamine vorne. Troyes, da erinnere ich mich noch, hatte mit Delorier Chaubet den besten Neuzugang der letzten Saison. Wir hatten da in dieser Top 5 allerdings auch 3 Spieler. Mal gucken. In welchem Trikot spielen wir? In unserem Heimtrikot. Mal shake hands, Brudi. Ich hoffe, ich schlag dich, ne? Ansonsten ins Gesicht. Auf geht's. Ah, bin noch auf Defensiv, stimmt. Danke. Das wollte ich nicht. Da muss ich unbedingt mehr drauf achten jetzt dieses Jahr, wo wir die Taktiken wahrscheinlich mehr switchen werden. Bei Ezequiel hatten wir bereits im Sporting-Spiel gesehen, dass der für das volle Spiel könnte. Seine Fitness ist allerdings nicht so gut, da werden wir drauf achten müssen. Haben bereits 0,32 XG, aber nichts gesehen, also so gut waren die dann nicht. 90% Passgenauigkeit bei Troyes, bei uns 87 momentan. 67 wäre sehr schlimm. Ezequiels Freistoß. Oh, ist ein Goal! Nice! Gefühlt das erste Freistoßtor des Saves. Kamen super spät in die Szene rein, weshalb ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass der jetzt reingeht. Sehr nice. Müsste den über die 3 gescheffelt haben, über Foulon. Ja, 1,66. Der junge Franzose, 17 Jahre alt. Sehr schön. Chile. Ja, oh, das ist eine schöne Flanke. Maurizio! Sehr nice. Schöner Zeitpunkt auch. Quasi zum Schlusspfiff der ersten Halbzeit gibt es das zweite Tor.
Die Flanke jetzt gleich, die ist wunderschön. Die ist richtig schön geworden von Chili. Sehr, sehr nice. Führung, sehr, sehr schön. Gerne weiter so. Aber nicht so viel Pulver verschießen, denn wir brauchen jetzt noch King Sporting. Und danach gegen Lorient. Was jetzt in den ersten anderthalb Spielen aufgefallen ist, dass unsere Stürmer ein bisschen durchhängen. Standards gegen uns, letztes Jahr großes, großes Thema. Dieses Jahr bisher noch nicht, auch wenn es knapp war. Ich werde mal das Tempo etwas zurückschrauben. Und muss jetzt unbedingt Maurizio rausnehmen, weil der soll ja spielen gegen Sporting. Ezequem würde ich durchspielen lassen, auch wenn es risky ist. Gravenberch kommt rein für Machin. Unaufgeregtes Debüt bisher für Leonardo Hernandez. Auch mal ganz wichtig, finde ich, für den Innenverteidiger, dass der irgendwie nichts zu tun hat. Heißt, dass halt das Mittelfeld schon gut mitarbeitet. Oder wenn man halt nichts sieht, dass die gut arbeiten, ohne dass es Probleme gibt. Halt die Bälle gut abfangen und so. Vier Minuten oben drauf. Und noch wahrscheinlich die letzte Szene. Campana. Flanke kommt lang. Gravenberch. Kopfballtor. Sehr schön. 3-0. Ein souveränes, schönes Spiel. Ohne wirkliche Aufreger. Mehr kann man sich am ersten Spieltag nicht wünschen. Dazu noch ein Kopfballtor. Wo man sich auch schwer getan hat. Mit zwei Kopfballtoren sogar. Maurizio war auch ein Kopfballtor. Nice, nice. Das habt ihr schön gemacht, Boys. Gerne jetzt auch nochmal gegen Sporting. Und zweimal in der Nachspielzeit getroffen. Platz 2 nach dem ersten Spieltag. So, Leonardo Hernandez und Prim mit ihren Debüts. 6-9 hat er jetzt am Ende. Naja gut, wir werden noch oft genug was von ihm sehen. Und ihr seht, wir haben ja starker Freistoß. Absolut starker Freistoß, jo. Ich scoute momentan auch die Rechtsaußen, da können wir gleich mal drauf schauen. Ich habe die schon sehr reduziert. Da werden wir gleich mal viel, viel durchgucken müssen, was die Vereine wohl so haben wollen und es auf die reduzieren, die wir uns leisten können. So, die, jo, werden alle gescoutet. So sieht das mittlerweile aus. Und hier sieht es so aus, da muss ich nur Schiappi rausnehmen. Den Rest scoute ich jetzt eine Woche durch und dann könnte man, wenn man irgendwie Geld hat, da auch nochmal raufschauen. Aber ich glaube, es sind nicht viele Spieler, die man hier vielleicht holen könnte. Gerade mal die zwei hier oder so. Das ist jetzt hier erstmal wichtiger. Also was haben wir denn so? Bei denen hier kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das was wird. Gio Reyna. Boah. Nee. Also wir werden jetzt überall schauen, sobald hier über... Was können wir uns eigentlich leisten? Machen wir es mal so. Ja, also über 20 geht nicht. Pro Woche. Und das ist hier deutlich drüber. Okay, das sollte ja schnell gehen. Auch über 20. Gut, im Prinzip hätte ich das auch schon vor der Folge machen können. Aber ich wollte jetzt nicht alles offscreen machen, wie schon bei dem DM, wo ich ja dann die neue Liste selber gemacht habe. Und verhandeln bringt die ja meistens nichts, ne? Gut, hier hätte ich jetzt eh nicht verhandeln müssen mit den 700.000. Ah, das ist ja meistens Unsinn. Wobei sich das etwas gebessert hat im FM, finde ich. Hui, die wollen ganz schön viel Geld alle, ne? Aber die wollen halt meistens, wie wir das ja auch wollen, 100% der Gehaltsübernahme. So, mal schauen, Leveling vielleicht. Ne, auch der ist noch zu teuer. Hugo Novoa vielleicht. Kaufverpflichtung ist aber doof.
Nee, ich würde eine Kaufoption nehmen, höchstens. Auch wenn ich die nicht nehmen würde. Ich glaube, das war gerade ein Fehler, dass ich das gemacht habe. Weil ich nicht weiß, ob ich jetzt hier das vollständige Ding anbieten könnte. Hier könnte man vielleicht bei Shay Lacey. Sarmiento. Oh, die wollen alle immer so extrem viel Geld noch, ne, an Gebühren. Da lasse ich auch noch drinne. Das würde easy gehen. João Victor. Würde auch easy gehen. Dann haben wir noch Patrick Wittke. Ein Regent von Fiorentina. Das würde auch easy sein. Jota Silva sollte auch gehen. Jupp. Und Palacios. Ja, könnte ein bisschen teuer werden. Okay, also diese 8 Spieler könnten möglich sein. Ah, schwierig. Im Prinzip soll es nur wirklich ein Backup sein. Also ich würde schon viel, viel Einsatzzeiten auf Engelmann setzen, aber ne? Roberto Martinez anscheinend gut gespielt. 2 Tore aufgelegt beim 4-1. Sehr schön. Wenn wir auch da dann öfter drauf schauen auf die Berichte. Lacy, Sarmiento haben das beste Dribbling. Und dann Palacios, der Rest fällt dann etwas ab. Davon haben Lacy und Sarmiento die beste Ballername. Lacy scheint schon gut zu sein. Ist 22. Irland ist EU. Wir haben noch einen Nicht-EU-Platz frei, also das ist eigentlich kein Problem. Eigentlich muss ich darauf gar nicht achten. Shay Lacy. Können wir das irgendwie runterschrauben? Für hier hochschrauben. Die erwarten halt 400.000 pro Monat. Und ich biete 98. Sind wir ein bisschen weit von entfernt, ne? Das ist mir eigentlich dann zu viel Geld. 400.000 im Monat. Das ist eigentlich zu viel. Gut, vor allem bei ohne Einsatzzeiten, ne? Ohne Einsatzzeiten ist eigentlich eher das, was er am meisten haben wird. Nee, das ist zu teuer einfach. So, Sarmiento. Kann auf beiden Seiten spielen, was ja auch ganz nett ist. Aber hier 500.000 ist auch wieder zu viel. Viel zu viel sogar. Und Kaufverpflichtung sogar. Nee, macht auch keinen Sinn. Okay, die beiden Besten gehen erstmal raus. Mal auf das Mentale schauen. João Victor ist da ganz gut dabei. Kann auch auf beiden Seiten spielen, genauso wie Palacios. Nouvour könnte rechts Außenverteidiger spielen. Peck könnte viel spielen. Wittke auf beiden Seiten und Jota Silva ebenso plus ganz vorne. Nouvour ist mir ein kleines Stückchen zu teuer, glaube ich. Aber wir gucken nochmal genauer drauf jetzt. Übersicht nur 10 bei Victor. Naja, der ist eher Stürmer, ne? Nee, ist er nicht. Das war der andere. Es muss kein brutaler Spieler sein. Wir müssen uns auch gar nicht hier so lange aufhalten. Was wollten die für Gabriel Peck nochmal haben? 12,7 die Woche. Kaufverpflichtung. Nehmen wir natürlich raus. Machen eine Kaufoption rein, die höher ist und er wäre Rotationsspieler. Okay, weißt du was? Dann machen wir 9 Millionen Kaufoption. Ich hole mir den Spieler ja eh nicht und mache einen Joker. Ja, Gabriel Peck sollte es schon werden, ne? Nouvour nicht. Das ist ein kleines Stückchen zu teuer. 55.000 pro Monat. Das ist in Ordnung. Das ist ja weniger als Diallo, der übrigens ein Angebot bekommen hat von Nancy. Ist noch nicht durch, werden wir vielleicht gleich sehen, aber wäre mal wieder typisch, ne? Nancy, so unser ewiger Rivale.
Club Brügge gegen AEK Athen spielt jetzt. Und Brügge ist mit einem insgesamt 7:2 weiter. Also wenn, dann treffen wir auf Brügge. So, wir haben Ezekiel im Team of the Week. Gehaltsbudget und Transferbudget wird nicht erhöht. Please. Eigentlich brauchen wir nicht viele von denen neue Verträge. Von denen. Okay. Ja, okay. Wie wäre es aber mit mehr Transferbudget, please? Wurde vor kurzem angepasst, ja. Und die Finanzen geben es halt noch nicht her. Ich glaube, wenn ich in die Champions League wirklich komme, also in die Gruppenphase, dann kriegen wir schon mal diesen ersten Betrag, glaube ich, von 10 Millionen oder 14 Millionen. Dann sollte ich nochmal anfragen. Ich glaube, dann habe ich da deutlich bessere Karten, Cash zu bekommen, damit man eventuell was im Winter machen kann. Weil im Winter müssen wir, finde ich, nachbessern. Also jetzt schon sogar. Es kommt halt auch super drauf an, wie sich meine Spieler entwickeln. Stellt euch mal vor, vielleicht ist Engelmann auf einmal der nächste Arjen Robben oder so. Und dann hat Kyrie vielleicht sogar die schwierige Zeit, dass er da rankommt. Erstmal gegen Sporting jetzt. Sporting hat ja zwischenzeitlich gegen... Ach, die haben nicht gespielt. Oh, das sind aber Penner. Die durften auch nicht... Also, ja, die mussten wahrscheinlich nicht spielen einfach, weil... Nee, die Liga ist schon gestartet. Die Wichser haben wirklich nicht gespielt. Einfach nur, weil schonen. Wow. Seid ihr eklig? Ja, gut. Also die sind etwas fitter, aber wir haben ja extra rotiert. Was haben die sich eigentlich so geholt? Hiroaki Hidaka. Regen. DM. 1,73. Ja, Casual 227 Millionen zu droppen ist aber auch easy, ne? 170 Millionen hier eingenommen. Okay, das sind Summen, von denen irgendwie jeder bei uns außer PSG träumt. Vitor Roque, 60 Millionen. Abada, 59 Millionen. Giai, den hatten wir gerade gesehen. Für 51, Mavropanos, 53 Millionen. Heilige Scheiße. Hui. Aber gut, wir haben die eben besiegt, Jungs. Ganz einfach. Ah, Liga spielt jetzt auch. Hui. Gerade gewundert, hä? 4-2-3-1 war denn bei denen. So, wir tauschen. Le Breton kommt wieder rein. Wir gehen jetzt wieder auf das Defensive. Logan Costa kommt wieder rein. Ivkovic kommt wieder rein. Dann Wasberg für Campana. Gaulamin rein. Van Bommel wieder rein. Der war leicht angeschlagen vor dem Spiel eben. Und Ivi Ilic ebenso. Kommt rein. Nicht wahr angeschlagen. Okay, Boys. Ihr geht mit einem sehr, sehr guten 2-0 in dieses Spiel. Aber kann natürlich auch gefährlich sein. Ich glaube, ich würde den Kragen vielleicht bei dem Trikot noch ein bisschen anpassen, dass der etwas schmaler ist. Dass mir noch ein bisschen wie sagt man auf Deutsch? Ich möchte bulky sagen. So bulky, ne? So. Ist ja nicht klötzernd, ist so. Klobig, ist eigentlich auch nicht. Es ist mir zu fett einfach. Okay, aber jetzt erstmal spielen, ne? An der Aufstellung, wie gesagt, hat sich eigentlich nichts geändert. Ich glaube, das ist die exakt gleiche Aufstellung, die wir auch im Hinspiel jetzt gerade hatten. Wieder im Heimtrikot. Ich möchte euch mal die anderen Trikots zeigen. Hier wäre doch das weiße Trikot echt gut gewesen. Vielleicht sollte ich nur noch reinklatschen, dass man hier auch die andere Hose haben kann. Ah, jetzt spielen wir erstmal wieder. Ich glaube, auch bei Sporting hat sich nicht allzu viel geändert. Ich sehe da keine großen Änderungen. Interessant auch, dass Mavropanos wieder nicht spielt. Ich glaube, der hat eben nicht gespielt. Akanji bin ich mir gerade nicht so sicher. Ederson und Vitor Roque. Ja, lässt sich da leicht ausdribbeln, der Kollege Le Breton. Zum Glück schießt Vitor Roque zu früh. Jetzt Mavropanos auf der Bank. Nö. Nee. Doch. Azenizao hat gerade gespielt, aber ich bin mir nicht sicher, ob der nicht reinkam. Der hatte den einen Eckball geschossen, den wir gesehen hatten. Noch läuft alles zu unserem Gunsten, ne? Wir haben weiterhin das 2-0, was wir hier rechts neben dem eigentlichen Ergebnis sehen. Alles ist schön bisher. Passgenauigkeit ist sehr hoch bei uns. Szenen gab es bisher noch nicht für uns.
Das war jetzt wieder zu leicht. Abada schießt vorbei. Aber so langsam sollten wir mehr Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Also für die zweite Halbzeit lohnt sich das zu sagen, dass man hier nicht gut spielt. Und auf hartes Tackling bei allen Spielern geht. Plus Pressing auf Hjulmand, der war ja nicht so gut in der Hinpartie. Und vielleicht auch Vitor Roque. Apropos, in Gaulamin war übrigens auf Platz 4 oder 5 der Wetten für den Top-Goalscorer. Das wollte ich euch noch sagen, ist mir gerade eingefallen. Na, eine Idee ist es. Mal gucken, was Marcelo draus macht. So, das macht er klug. Das Sporting spielt sehr unaufgeregt. Dadurch passieren da leider auch keine Fehler bei denen. Und so ein Fehler von Sporting wäre jetzt mal ganz gut in dieser Szene. Ederson zieht in die... Ne, zieht nicht in die Mitte. Jetzt gibt's das Gegentor. Vitor Roque, fuck. Ich dachte erst, er zieht in die Mitte, aber dann ist er nach außen gegangen. Ja, zu einfach. Laborator. Das nächste Mal nicht gut auf Vitor Roque aufgepasst. Gut geklärt, Illich klärt raus und da vorne stehen zwei Jungs von uns und keiner reagiert. Fidalgo schießt, ich glaube, Le Breton ab. Der, nee, es war nicht Le Breton, Le Breton klärt nicht gut raus. Oh, das ist doch Bullshit, Alter. Och, FM. Ja, absoluter Schwachsinn, was da jetzt gerade schon mehr passiert ist. What the fuck, bitte, war das jetzt? Es gibt Elfmeter und keiner weiß wieso. Ah, es war doch Le Breton. Der kam rein und hat Vitor Roque umgeschubst. Also laut Spiel wahrscheinlich. Er hielt ihn fest, steht unten. Ah, oh, wie unnötig. Ja, Le Breton hätte ich auswechseln müssen gerade eben. Oh, yola buena! Wow. Wow. Das ist das Unrealistischste an Animation, was ich bisher im FM gesehen habe. Okay, ja. Natürlich, ne? Easy. What the fuck? Was das für ein Sack? Ja, ja, easy. Ich halte auch mal den Ball fest mit dem Rücken zu meinem Gegner beim Elfmeterschießen. Sehr schön, sehr wichtig. Okay, aber Le Breton macht gerade alles kaputt bei ihm. Bringen wir auch noch einen Cousinati Chile raus, rein. Eine halbe Stunde noch. Sporting geht deutlich besser, leider. Also das, was sie jetzt hier in diesem Rückspiel zeigen, ist genau das, was ich von Anfang an von denen erwartet habe. Costa und Engelmann kommen rein. 15 Minuten noch. Ich gehe schon mal auf Zeitspiel. Kommt schon. Keine Szene mehr. Oder vielleicht einfach das Tor machen. Das ist ein bisschen zu schnell übrigens, sorry. Ein bisschen zu übermütig hier. Engelmann! Schade. Okay, komplettes Zeitspiel. Plus 5. Unnötig nochmal eine Szene zu sehen. Muss nicht sein. Engelmann, risky. Gefährlich, gefährlich. Chile. Sieht gar nicht so schlecht aus, was er macht. Guter Ball auf Wasberg. Schöner Ball auf Costa. Schade. Ich kann nochmal, ne? Jo. Schön Zeitspiel, ne, Machin? Gönn dir. 3 Minuten gleich noch. Sehr, sehr schön. Super. Okay. Kurz mal wechseln. Dann kommt Gravenberg rein für Wasberg.
Machines Ball ist leider nicht perfekt. Konter kommt nicht zustande. So, wir haben ordentlich Zeit von der Uhr genommen. Und das reicht. Yes! 2-1 gewonnen gegen Sporting. Wir sind also mindestens safe in der Europa League Gruppenphase. Wollen aber natürlich ganz, ganz dringend die Champions League Gruppenphase. Boah. So, Club Brügge wartet auf uns. Das sind die Ergebnisse aus der Liga. Ja, schön, toll, ne? 100.000 gibt's dafür. Süß. Und jetzt kommt Club Brügge. Und das Spiel wurde verschoben, ne? Die hatten Anderlecht hier vor, oder? Sind das Penner? Die können sich komplett auf... Die am Samstag? Hä? Huh? Okay. Am Samstag spielen wir. Dann hatten sie wenigstens nur einen Tag Pause. Ist mir eigentlich ganz recht. Okay, wir werden... dann heute unsere Champions-League-Folge haben, scheinbar. Oh, stop it. Trainingsplan ist falsch. Puh, wenig, was wir trainieren können in der Zeit. Oh, wow, Jungs, warum trainiert ihr so schlecht? Ha, stand nicht gerade 6,25? Hier steht, Eastman hat 6,25er Trainingsnote und wenn ich hier auf individuell drücke, kommt die 6,50 als schlechtestes. Auch sehr interessant. Aber Wasberg ist ein bisschen sehr am Haten gerade. Will ja auch unbedingt einen neuen Vertrag. Soll sich dann aber bitte nicht wundern, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt. Wenn er halt die ganze Zeit schlecht trainiert. Auch wenn das natürlich bei uns, bei mir nichts ausmacht. Was machen wir jetzt mit dem RM? Wir warten auf den Pack, ne? Ja. Oh, guck mal, jetzt ist der Roh vor ungewisser Zukunft bei Toulouse. Weil sie verlangen immer noch 28 Millionen. Bei einem Marktwert von anscheinend 7,25. Ja, ich hate einfach mal ein bisschen. Machen die anderen doch auch immer. Unnötig, Ivkovic. Ja, muss ich fit spritzen. Ist mir zu risky jetzt. So, Scoutbericht über Club Brügge. Es sieht geordneter aus, gesitterter aus als bei Sporting. Wedlesen ist sogar verletzt. 2 Monate. Oh, hat sich gegen IK gerade eben erst verletzt am 14. Der vielleicht beste Spieler bei denen. Skov Olsen müssen wir aufpassen. Spilers müssen wir aufpassen. Muric, der Keeper. Valentin Rosier haben sie. Matarso ist verliehen. Mawasa ist interessant. Bart van Roy ist interessant. Haben sich mit Sforza und Segers verstärkt. Letztes Jahr ein bisschen mehr geholt. Sforza war zuerst geliehen. Rudolf Hoffmann. 7-9 Millionen. Hui. Okay, auf den sollten wir auch aufpassen. Eigentlich auf alle, ne? So, der Grundstein muss gelegt werden. Club Brügge. Zunächst auswärts. Hier werden wir nichts ändern. Angebot für Roh wurde abgelehnt. Ich hate noch ein bisschen rum. Und Nancy hat sich wirklich Jalo gegönnt. Für 7,5. Ja, gut. Bei mir hättest du 12 bekommen wahrscheinlich. Was für ein Vollidiot. Und hättest Champions League gespielt. Weil die Einsatzzeiten von Engelmann hättest gerade du bekommen. Aber gut, wer nicht möchte, der hat schon. Oder wer nicht will, der hat schon. So, Oetzinger leider auch schlecht trainiert. Der momentan noch auf der Bank war für Ezequim, der sich leicht verletzt hatte. Le Breton gut trainiert, sehr schön. Ach, das mache ich gleich. Und wenn wir jetzt halt gegen Brügge weiterkommen, dann sind wir in der Champions League Gruppenphase und... oder Ligaphase heißt es ja offiziell. Wir können uns dann wirklich schön auf Geld freuen. Wie sieht's bei Carré aus? Noch nicht so viel. Trainieren wir noch ein bisschen die Schnelligkeit. So ein 17-15-Split wäre richtig geil.
So, hier muss ich es noch ändern. So. Jo. Wie sieht es bei Albrecht momentan aus? Angriffsdrittel, ja, das musst du noch verbessern. Und Ballername unbedingt. Ich würde, glaube ich, gleich gerne nochmal mit euch auf die verliehenen Spieler schauen, wie die sich so nach den ersten 2-3 Wochen bewiesen haben. Wäre irgendwie sehr interessant. Brügge, also jetzt unser Gegner. 4-4-2 bei denen. Haben die das auch gespielt gerade gegen AEK Athen? Mhm, haben sie. Hoffmann da auf der rechten Seite. Und im Hinspiel ebenso. Hui. Ich werde mal hier, wir spielen dann schon wieder im Heimtrikot. Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass ich die Trikotnummer nicht richtig gemacht habe. Oder? Alternative Trikotnummer? Nee, Wettbewerb steht nur drinne. Okay, dann nevermind anscheinend. Nee, das sieht alles richtig aus. Ich werde hier Joao Costa reinbringen von Anfang an. Erzinger können erstmal wieder in die B-Mannschaft gehen. So, Costa rein. Und Engelmann auch von Beginn an. Habe ich ein gutes Gefühl heute. Ivkovic rein, yo. Nehmen wir nochmal Edson Mota mit. Und dann let's go. Gravenberg rein für Machin, ja. Auf geht's. Ich starte jetzt erstmal hier im defensiven System wieder und guck da mal, wie das so aussieht. Weil für das normale 4-3-3 bin ich gerade nicht mutig genug, bin ich ganz ehrlich. Weil das auch gerade eigentlich solide geklappt hat. 4-4-2, also wirklich bei Club Brügge. Hoffmann rechts. Brederode vorne mit Belkayat, nicht Ball. Und wir in diesem 4-3-3 etwas defensiver. Und wir spielen. Nee, wir spielen jetzt in Weiß. Okay, das ist also eine Fake-Anzeige, wenn das im Heimtrikot ist. Sehr schön. Es ist nicht ganz weißes Ballett, aber wäre schön, wenn wir so ähnlich spielen könnten. Und erfolgreich. Ja, wenig Passneuigkeit gleich am Anfang. Auch wenig Ballbesitz. Okay, wir gehen mal auf das normale 4-3-3. Ja, geht hoch, sehr schön. Gar nichts bisher zu sehen in diesen ersten 20 Minuten. Außer eine gelbe Karte für Björn Meyer. Und von Bommel. Und Hoffmann. Ist das eigentlich ein Deutscher gewesen? Nee, ein Belgier. Der Rudolf. Leider das erste Mal Club Brügge hier am Ball mit einer Szene, die wir sehen. Hoffmanns Flanke kommt gefährlich und Libertor geht dann nicht ganz hoch gegen den Kapitän. Das war Cissé Sandra. Oder Cis wahrscheinlich, ne? Als Belgier. Risky. Na, schade. Costa kann den Ball nicht kontrollieren. Ja. Engelmann dort auf rechts. So, setze ich da schön durch. Engelmann! Schade. Fuck, wäre das ein nice Tor geworden. 0-0 zur Pause. Ist nicht so geil bisher. Van Bommel geht mal raus. Da habe ich echt die Angst, dass er gleich gelb-rot sieht mit der Note. Bei Engelmann warte ich noch. Bisschen kurz der Kopfball, aber alles gut. Costa! Schade. Aber wäre, glaube ich, auch wahrscheinlich pariert worden von Muric. Was wir wenig gesehen von ihm bisher. Leider auch hier wieder. Ja, gut aufgepasst von Ivkovic. Gravenberg wird es selbst. Nee, wird es nicht selbst probieren. Costa! Gravenberg ist tot, aber egal. Sehr schön. 50. Führung für uns.
Schönes Pressing hier. Haben diesen schnellen Ball erzwungen von Onyedika. Onyedika? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Elder noch irgendwie. Gravenberg wird dann halb getötet, aber ist egal. Hier, das wollte ich jetzt gerade nochmal sagen. Hier pressen wir halt super schnell, gerade durch Gravenberg. Ihm gehört halt alles am Tor quasi. Dadurch kommt der schnelle Ball von. Es ist nur ein I, ne? Onyedika. Wenn es der ist, dann heißt er eh Onyedika. Der kommt zu kurz. Svorsa muss entgegenlatschen. Und Ivkovic denkt sich, ja gut, dann nehme ich den Ball halt. Bringt ihn sofort auf Gravenberg. Und dann kommt das Tackling zu spät von dem hier. Das, keine Ahnung, wer das ist. Und Kosta denkt sich, ja gut, mein Ball dann. Und Muric denkt halt gar nicht erst dran, ne? Dann daran, dass ein Schuss kommt. Und der läuft einfach nach vorne. Der will irgendwie lamentieren oder so beim Schiri. Blümchen war es anscheinend. Nee. Also beim besten Willen nicht FM, ne? Sehr nice. Chile auf Wasberg. Kurz hängen geblieben der Ball an Irakovic. Der sich den Ball jetzt leider aber auch zurückgeholt hat. Rudolf Hoffmann mit dem sehr langen Ball, der sehr präzise sogar ist. Belkajac und Svorsa und abgefälschtes Ding an Mione. Ein Tor. Scheiße. Scheiße. Der Pass hinten raus von Rudolf Hoffmann war halt brutal stark. Hier müssen wir besser rangehen. Kosta dann auch nicht zu entschlossen. Und dass er dann halt abgefälscht wird ins Eigentor, dadurch als Eigentor gilt, ist halt sehr bitter, welcher Pickup vorbeigegangen. Okay, Quentin geht raus, Maurizio kommt rein. Und Olli Sonne kommt. Der Ball, Chile. Chile! Sehr nice, 2-1, wir führen wieder. Auf einmal kommen die ganzen Tore, ne? Hier hatte ich kurz Angst bei Ilic, was er macht. Weil der Pass sehr, ja, der war sehr risky. Aber super Abschluss von... Was nochmal? Nkosi Nati Chile. Nkosi. Sehr nice. 50. 52. 58. Auf einmal geht's ab. Brügge stellt auf ein 4-2-3-1 um. Hat auch ein bisschen getauscht. Rosier kommt jetzt rein. Für Björn Meyer war das. Skov Olsen ist drin, der hat gar nicht von Anfang an gespielt, ist mir gar nicht aufgefallen. Und Aaron Zehnte, der schon gelb hat, ist auch rein. Svorsa raus. Onyedika war es übrigens wirklich. Abseits, muss abseits sein, bitte. Muss eigentlich. Rudolf Hoffmann. Muss eigentlich abseits sein. Ja, alles gut. Ja, gut. 20 Minuten noch. Riquelme kommt rein. Für... Hoffmann und Belkajat gingen auch raus. Also alle Wechsel jetzt vollzogen bei Brügge und sie lassen Onyedika auf dem Platz, der eine schlechte Note hat plus wenig Fitness. Also auf den müssen wir auf jeden Fall gehen. Generell sehr viele mit schlechten Noten bei denen. Selbst das Tor, ne, war ja ein Eigentor, deswegen gab es kein Noten-Upgrade. Minuten noch. Wir werden wahrscheinlich gleich was auf der 10 machen. Gut. Kosta. Oh, dann hat er gar kein Tempo. Das könnte teuer werden. Aber Ilic passt auf. Sehr schön. Husky. Jungs.
Haben sie gut gelöst. Das leider nicht so. Scoff Olsen, starker Vorstoß von ihm. Scoff Olsen macht das Ding nicht, weil Mihai Popa das Teil verhindert. Nice. Campana kommt rein für Wasberg. Brügge ist ein harter Brocken. Koshta, nee. Ball kommt auf Ipkovic. Und jetzt könnte es einen Konter geben. Unten ist super viel Platz. Oh, Koshta, Mann. Spiel doch einfach mal ab. Da ist er. Koshta, mach's wieder gut. Koshta, meine Fresse, ey. Da hilft dir auch dein Tor nicht, wenn du jetzt halt so viel Mist baust. Ein Gaunamin kommt rein, komm. Meine Güte. Joao, bitte. Ein bisschen Konzentration hier. Illich ist halt auch schon halb tot bei uns. Aber der Gegner hat viel zu viel Platz gerade. Schön Maurizio. Lang von Popa nach vorne. Und mit viel Glück kriegt Maurizio den Ball. Ein Gaulamin. Jo, auf Chele. Nochmal rein. Abgelegt, Ivkovic. Nee, hä? Campana, wo kam der denn jetzt her? Der hat sich da reingeglitscht. Sehr schön. Eigentlich war es Ivkovics Tor, aber egal. 3:1. Erstmal Chele. Ganz, ganz schlechter Vorstoß von ihm hier. Ein Gaulamin dann in der Mitte perfekt abgelegt auf Ivkovic. Und er schießt dann Campana ab. Jo. Und die Schulter von Campana macht das Tor. Und er feiert sich. Aber eigentlich gehört das Tor Ivkovic. Also er hat sich nicht reingeglitscht. Nee, ich habe ihn halt einfach nicht gesehen. Vier Minuten noch. Oh, zum Glück stehen wir gut. Nee. Aber Ivkovic ist super bisher. Nee, Chele ist so aufgeregt gerade. Und Gaulamin kriegt den Ball. Gaulamin, nein. Er probiert's mit dem Lupfi-Dupfi, aber... Muric sagt, nee, Brody, ist nicht heute. Schade. 4-1 wäre noch möglich gewesen. Aber das 3-1 ist auch wieder ein super, super Ding als Ausgangslage. Oh, sehr nice. Oh, yo. Anstrengend, die Spiele. Als ob man selber auf dem Feld steht. Sehr schön. Ivkovic, 5-8 Tage, würde ich sagen. Passt. Geht er zum Physio. Nicht übertreiben, ne? Scouting abgeschlossen bei den Flügelspielern jetzt. Da können wir nochmal drauf gucken. Damit wir da wirklich den Besten haben. Also Peck haben wir momentan in der Pipeline. Hat die schlechteste Note zumindest. Suppi. Joao Victor. Wir gucken mal von Anfang an. Peck ist der langsamste, aber ich habe hier generell schon schnell das Spiel rausgesucht. Wittke wäre schnell. Und sehr wendig. Hat die schlechteste Antizipation leider. Victor und Silva die beste. Palacios dann hier mit 13. Nervenstärke hat Silva die schlechteste. Entscheidungen hat Wittke das beste Ding. Und dann Palacios, dann Victor. Silva und Peck sind ein bisschen abgeschlagen mit 10. Ohne Ball Victor, Palacios, dann Peck. Peck aber die beste Übersicht. Aber die brauche ich auf der Seite nicht unbedingt. Victor die schlechteste. Einsatzfreude hat Wittke die schlechteste. Dribbling, bestes bei Palacios, dann Victor. Ich glaube, ich sollte nochmal bei Victor anfragen. Weil Peck hat auch nur 10 Abschluss. Oder Palacios. Palacios scheint auch nicht so schlecht zu sein. Ist halt verletzungsanfällig, aber scheiß mal drauf. Das war nicht Jota, das war Joao Victor. Na, ein Eckenschütze wäre schon geil. Ich werde mal bei Palacios anfragen. Ah, 160.000 muss nicht sein. Nee, das ist mir zu teuer. Und bei Victor? 11. Und eine Kaufverpflichtung muss ja nicht sein.
Wie wäre es denn halt mit einer Kaufoption, die dann ein bisschen höher ist und dafür ist dann nur Joker? Jo, passt. Okay, Victor, Palacios nehme ich mal raus und Jota Silva auch. So, Wittge oder Joao Victor. Ah, schon Victor. Ich möchte keine Spieler ausbilden. Ich brauche ja nur einen für ein Jahr, bis halt Engelmann sagt, Brudi, ich bin brutal, oder Carré sagt, Brudi, ich bin brutaler. Mit wem? Mit Gabriel. Ja, Joao Victor wäre schon ganz nice. Wäre halt auch ein kleines Stückchen billiger. Gucken wir noch ein, zwei Tage, ne? Was da passiert. Aber Start Rams möchte ich nicht mehr machen. Habe ich die Aufstellung gemacht für meine B-Mannschaft? Ich denke. Hernandez möchte einen neuen Vertrag haben. Brudi, du hast gerade mal ein Spiel hier gemacht. Chill mal jetzt deine Glietchen, bitte. Nee, sorry, ist nicht. Ein Spiel gemacht und schon einen neuen Vertrag wollen, geht nicht. Wie lange brauchen die hier noch? Stehen vorm Abschluss perfekt. So, wir sind dann ein bisschen hinter, ne, mit den Spielen. Dauerkarten wurden quasi gleich auch verkauft. Gerade mal 22 Unterschied. So, wir sind da ein bisschen im Hintertreffen, wollte ich sagen, in der Liga. In Sachen Spiele. Aber das soll uns nicht dran hindern, was Gutes zu machen. Also, wenn es hier durchgehen würde mit Beine, würde ich Joao Victor nehmen. So, und dann zeigt mal hier nochmal die Kollegen. Ja, einen Tag müsste ich die noch scouten. Kriegen wir das noch hin? Ich glaube schon. Ja, mache ich am Montag den Scouting-Bericht und den Scouting-Auftrag fertig, sind die Berichte am Dienstag da. Keine große Überraschung, ne? Lille momentan mit Lyon Tabellenführer. Dann mal gucken, ob die Spieler, die Leihspieler, noch vor dem Startraumspiel Bock hätten zu kommen. Das ist zu viel. Ah, warte mal, da ist einer drin, der gehört da nicht rein. Aber wie gesagt, ne, leider haben wir das Geld nicht wirklich dafür, einen Spieler zu holen. Aber ein bisschen gucken kann man ja, ne? So, Gabriel Peck würde kommen, das verschiebe ich natürlich, weil ich eher Joao Victor haben möchte. Aber einen Leihspieler kriegen wir auf jeden Fall. Und dann wird der halt in der Hinrunde ein bisschen mehr spielen als Engelmann und wir versuchen Engelmann behutsam reinzubringen, weil jetzt ist schon zu viel eigentlich schon wieder gewesen für sein Skill-Level. So, sind sie durch? Ja. Und es fliegen immerhin drei nochmal raus, ne? Also es. Genau deswegen mache ich das ja. Was haben wir denn so? Schade, der Billige ist rausgeflogen. Ich werde ihn nochmal kurz nochmal neu machen, weil ich mache dann in der Zwischenzeit kein großartiges Scouting und kann dann hier nochmal die durchlaufen lassen, ohne dass es uns stört. Was haben wir denn so? Okay, die können wir eigentlich schon rauspacken, die sind zu teuer. Das Jüngste, was wir haben, sind leider schon 18-Jährige. Andreas Erdes. Ui. Das sind gute Werte. Gut, wundert mich nicht, ne, wenn er mit 18 schon so weit ist. Christian Manzotti. Boah, Dribbling 16 halt. Aber mental nicht so geil. Roman Kovac, der hatte gerade eine Anfrage, ich glaube, von Paris, ne? Ist ein Rechtsaußen, der sieht halt unfasslich brutal aus. Da müsste man eigentlich mal reinspritzen. In die Verhandlung. Der sieht schon wirklich so krass brutal aus. Also so würde ich mir wünschen, würde Carré dann aussehen in ein, zwei Jährchen. Am besten in einem Jahr. Oh, der Roman Kovac ist brutal. Nee, den muss ich. Ich weiß nicht, wie ich das finanzieren soll. Aber irgendwie wird man das schon finanzieren können, wenn man möchte.
Wir fragen einfach mal. Weil der Typ ist ja ein Brutalissimo. Den würde ich aber sofort natürlich verleihen. So, Ratenzahlung würde ich machen, damit wir möglichst wenig Impact auf unser aktuelles Transferbudget haben. So, wie wäre es mit 2,1 Millionen? Sie möchten 2,1 Millionen aber anders aufgeteilt haben. Das kann ich mir momentan leider nicht leisten, glaube ich. Sorry. Machen wir 2,2 dann, ja? Würden sie annehmen. Aber Paris ist halt auch gerade dran, ne? Warum sollte sich halt ein Spieler für uns entscheiden, wenn er gerade Paris haben kann? Ich würde dir dann gerne versprechen, dass wir dich verleihen, damit du da auch gar nicht erst auf die dumme Idee kommst, dass du spielst. 27, oh, ja, da müsste ich den erstmal fix machen, wenn er kommen möchte, bevor Joao Victor kommt. Ah, der sieht so gut aus, ich muss, vor allem, weil er nicht so teuer ist. So, der Titel in der Liga gibt mal wieder die 100.000. Champions League gibt das Doppelte, Coupe de France gibt die Hälfte. Antrittsprämie raus, Ersatzspielerprämie raus, Gehaltssteigerung ebenso raus. Länderspiele wirst du bestimmt für die Slowakei machen, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Machen wir mal 3 Torschützenkönig, machen wir 50. Elf des Jahresprämie machen wir 25. Tor und Vorlage gibt jeweils 5. Dann möchte 26 haben, gehe ich mal auf 22. Das Handgeld würde ich gerne noch ein bisschen runterkriegen, weil das ja von der Ablösesumme weggeht. Aber nicht direkt, ne? Ich glaube nur anteilig. Ich glaube, das wird übers Jahr gezahlt. Das würde er annehmen. Mal gucken, ob er kommen möchte. Ich glaube, das werden wir aber auch erst in der nächsten Folge erfahren. Ein Tag ist ein bisschen zu früh. Selbst wenn er sich für Paris entscheiden sollte, wird er das, glaube ich, nicht am 22. direkt machen. Aber wäre cool. Wäre sehr cool. Okay, passiert nichts mehr. Ivkovic kann nicht. Wir spielen dieses Spiel nicht mehr. Ich gucke mit euch nochmal kurz auf die Spieler, die wir verliehen haben. So, Jamur hat 2 Einsätze bisher. Kein Tor, keine Vorlage. Eine 6,7er Durchschnittsnote für Luton Town. Momentan eine Handgelenksfraktur. Roberto Martinez verbessert seine Werte. Das ist schön. Hat 4 Spiele gemacht. Boah, in der Conference League eine 6,35 geholt bei Twente. Liga lief okay, ne? 7,9 Note, hat aber auch halt in einem Spiel 2 Vorlagen gemacht. In der Conference League haben sie gewonnen gegen Elfsborg. Und da war er so schlecht. Ja, eine 6,3 hier und eine 6,4 hier. Naja. Chris Schläfer verbessert seine Werte auch. Sehr sogar, gerade die Physis, sehr schön. 4 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, eine 6,93 Note ist okay. Bei Kivili Rouen, das spielt auch links außen immerhin. Akliusz, der war doch bei uns, oder? Nee, den hatten wir irgendwie mal, ne? In irgendeinem Safe. Also Schläfer gut. Villiono spielt wenig. Zu wenig. Und Anthony Herrera spielt auch zu wenig. Also alles in allem, ich bin zufrieden eigentlich heute. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt hier aussieht mit den Rechtsaußen. Also ich würde auch Joao Victor dann erstmal verschieben, damit wir Roman Kovac, falls er kommen möchte, fix machen können. Wie auch immer das funktionieren soll mit diesem lächerlichen Gehaltsbudget. Müsste mir irgendwas überlegen, vielleicht den Forschern anhauen oder so, ne? Ah, das wäre schon, ganz ehrlich, ne, wenn der zu mir kommt. Der wird doch auch instant einen Marktwert von 40 Millionen oder so haben. Nur, was mich ein bisschen stört, ist bisher, dass wir halt die Angebote nicht bekommen dafür, ne? Also, wir hatten jetzt ein Angebot für Gravenbech bekommen, der wollte dann nicht. Für einen Gaulamin hätte ich gerne ein Angebot bekommen, weil das hätte ich mir gerne überlegt. Der müsste auch langsam mal anfangen, Tore zu machen, bitte. Egal, ich bin an sich zufrieden, auch mit dem Spiel gegen Brügge. Sporting ist jetzt wurscht, ne? Wir sind ja eh weitergekommen. Nächste Folge werden wir dann die Entscheidung haben, ob wir jetzt dieses Jahr in der Champions League spielen oder nicht. Momentan sieht's gut aus, aber Brügge, die haben halt auch Bock, ne? Und vielleicht geben die ja noch ein bisschen Geld aus. Haben jetzt gerade gegen Charleroi gewonnen, müssen auch gegen Leuven spielen und dann spielen sie gegen uns. Wir haben nächste
Folge Stade Reims, dann Lyon und dann Club Brügge. Bis dahin. Tschö.